Wedge-Strukturen gibt es in zwei Varianten, als Rising und wie hier im Bild als Falling Wedge. Beide Wedge-Varianten sind Trendterminierungsstrukturen. Mit Fachwissen ist diese Struktur oft schon im Frühstadium zu erkennen. Ihre Ränder sind aber nie punktgenau festzumachen. Wer mit Linien arbeitet und diesen Handlungssignalen abgewinnen will, erhält deshalb häufig Fehlsignale. Ich empfehle deshalb, sich auf das Wesen dieser Struktur als Trendwende-Pattern zu konzentrieren und nicht auf deren mutmaßlichen Eckpunkte. Bei einer Wedge braucht es immer sehr viel Geduld und Disziplin. Und weil man großen kurzfristigen Kursschwankungen widerstehen muss, auch eine hohe Stressresistenz. Ist die Wedge dann aber einmal aktiviert, wird man durch eine besonders zügig ablaufende Trendumkehr belohnt.